Hi ho, hier ist wieder die Blockhütte. Ja, ich habe mal einen kleinen Hinweis bekommen, dass ich vorsichtig sein soll, wenn ich mein Klemmenstimmgerät oben an der Kopfplatte befestige, weil das Gummi, was an diesen Klemmenstimmgeräten dran ist, doch die Kopfplatte angreifen kann, den Lack davon. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, Leute, bei meiner 300 Euro RG, ne, bei meiner RGR, die schwarze, die ich da habe, da ist mir das wirklich vollkommen egal. Das ist mir aber auch schon, naja, ob es den Lack angreift, weiß ich nicht, aber es gibt Druckstellen, ne, durch die Klammer. Aber das ist mir bei der Gitarre wahrlich völlig egal, ne? Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich eben halt mal bei diesen Stimmgeräten, ich werde mir demnächst auch mal ein anderes kaufen, weil der Nachteil bei meinem und bei vielen anderen, wie ich finde, ist auch, wenn man dieses den Tuner auf die Kopfplatte drückt, ist meistens das Display schräge. Das heißt, immer wenn man, also meine normale Kopfhaltung wäre ja Gitarre hier so jetzt, ne? Also quasi die Gitarre hier vorhanden, dann klemmt hier das Stimmgerät und dann gucke ich ja darüber, ne? Also, und das Stimmgerät, das Display ist aber immer um, also ja, 180 Grad gedreht. Das heißt, wenn man richtig stimmen will und man will was sehen, ne, muss man den Kopf total verrenken. Ich weiß nicht, welcher hohle Hersteller von solchen Geräten vom Himmel gefallen ist, der den ganzen Tag so sitzt. Das muss wahrscheinlich daher kommen, dass, weil sein Monitor, den er auf dem Schreibtisch hat, damit er dieses Gerät designt, auch die ganze Zeit so steht. Also ich weiß es nicht. Es gibt von, ich habe ein bisschen Nachforschung betrieben, es gibt von Korg einen Stimmer, der hat ein Kugelgelenk, also auch für die Kopfplatte, ein Kugelgelenk, und da kann man das Display drehen, sodass man, wenn man raufguckt, einfach nur geradeaus raufguckt. Also ich weiß nicht, warum man von solchen Geräten 4000 entwickeln muss, bevor mal einer auf diese Idee kommt. Ja, also ne, da hätte man gleich mal vielleicht mal Leute fragen sollen, die sich damit auskennen. Ich lege den Stimmgerät, den ich so, den lege ich ja auch nicht senkrecht vor mir hin, ne, damit ich das Display schön schlecht lesen kann. Also von daher, ne. Und bisschen, also bei dem Korg-Tuner ist natürlich das Problem, durch diese Mechanik ist das Ding natürlich ein bisschen empfindlicher. So ein Kugelgelenk und so weiter kann man sich vorstellen, ne. Aber dennoch tendiere ich dazu, mir den mal zu kaufen, damit man sich nicht immer den Kopf beim Stimmen so verrenkt. Das finde ich völlig schlimm. Von Ibanez oder irgendeiner anderen Firma gibt es auch so einen kleinen Clip-Tuner, den klippt man auch an die. Und dann, warum bauen die das nicht so, dass man das Display sehen kann? Noch einfacher wäre doch einfach, einfach eine kleine Klammer und dann einfach so ein kreisrunder, so ein Drehraster. Das wäre doch noch einfacher. Dann klemmt man das Stimmgerät einfach hier so an diese Kante ran, zack, hat man so ein Drehraster fertig. Was da denn dran so schwierig? Also das kann ja nun gar nichts mehr kosten, oder? Und das wäre dann auch eben halt stabil. Verstehe ich nicht. Aber, naja, ne? Ich bin dafür Tipps, wenn jemand mal ein nettes Stimmgerät, hallo Herr Boss, hallo Herr sonst wie, designen möchte, fragt mich mal, dann sage ich euch mal, wie das geht. Ja, das war's mal kurz dazu. Also da habe ich nicht so viel Angst, dass da was kaputt geht.